The Last of Us Teil 2 oder Part 2 in dem Sinne. Und da durfte ich zwei Sachen anspielen. Über das erste habe ich bereits gesprochen in einem anderen Video. Doch jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser Demonstration hier in Los Angeles. Und zwar war das der Levelausschnitt Seattle Suburbs. Da bin ich mit Ellie unterwegs, die ich auch hier wieder steuere. Also Ellie ist wirklich zum vollen Protagonisten mutiert hier bis jetzt in diesem Spiel. Und zwar bin ich in Seattle unterwegs. Es ist alles zugewachsen und grün, wie man es auch schon vom ersten Teil kennt. Und da ist die Washington Liberation Front. Die haben quasi Seattle in ihrer Hand. Und wir sind auf der Suche nach einer Person, nicht Joel, sondern jemand anderen. Ich glaube, Toby heißt ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und den muss ich finden. Und da stellen sich mir jede Menge Gegner in den Weg. Und dann ist es halt, wie man es halt kennt, in den Arealen. Da stehen Autowracks rum, ich kann mich rumschleichen, ich kann mich in hohem Gras verstecken. Umso höher das ist, umso weniger bin ich sichtbar. Ich bin aber nicht unsichtbar. Wenn Gegner nah genug rankommen, werden sie mich auch in hohem Gras erspähen, selbst wenn ich mich hinlege. Und was dazu kommt, Feinde haben jetzt auch Hunde. Und die sind richtig gemein, denn die nehmen die Witterung auf und dann, wenn ich meine per 1 diese Sicht anmache, wo ich dann Leute sehe, die ich hören kann, ne, dieser Hör-zu-Modus, dann sehe ich auch meine Fährte, die ich hinterlasse und dann weiß ich, wenn der Hund die Fährte aufnimmt, dann wird er früher oder später bei mir landen und ich werde gezwungen, mich dadurch zu bewegen und werde eventuell in andere Gegnergruppen reingedrängt. Das ist echt nicht ohne. Meine Hände zittern jetzt noch, sind noch ganz klamm, weil das jetzt wirklich eine Passage war, wo ich sehr viel gekämpft habe. Es ist unglaublich packend und intens, weil man immer in Bewegung sein muss. Es gibt die Munitionsknappheit, wie man es halt kennt. Und dann muss man sich mit den Hunden auseinandersetzen. Ich habe erst gedacht, ich habe 8 bis 10 Gegner platt gemacht, alle schön stealth-mäßig mit einem Long Distance, mit einem Scharfschützengewehr in dem Sinne. Und dann komme ich weiter und es kommen immer mehr Gegner und immer mehr Gegner. Und das ist echt krass. Es hat, also man ist voll mittendrin dabei. Es gibt nach wie vor diese Trial-and-Error-Momente, wo man dann irgendwo startet, man kriegt auf den Sack, man weiß, oh, jetzt probiere ich es nochmal in die Richtung, es klappt dann wieder nicht. Und dann muss man wieder probieren, bis man dann den richtigen Weg irgendwie findet. Also man muss wirklich sehr viel adaptieren. Und das Ganze kulminierte dann auf einmal, dass ich eben wieder lauter Gegner um mich herum hatte. Ich bin durch ein Fenster gesprungen, unten auf dem Boden gelandet und dann werde ich von hinten gepackt. Mein Mund wird mir zugehalten und man hört nur so sch, 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 sch. Und Ellie wird ganz ruhig, dreht sich um und man sieht sie im Close-up und dann sagt sie so, was machst du denn hier? Und dann sieht man Joel und er sagt, hey, denkst du, ich lasse das hier etwa alleine machen? Und das ist etwas, was wohl, also dieser Levelabschnitt ist wohl passiert, nachdem ein bestimmtes Event passiert ist, was Ellie auf ihr Abenteuer losschickt. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass diese andere Person, Dina, mit der sie da angebandelt hat, mit der auch dieser berühmte Kuss existiert, dass die umgebracht wird und Ellie deswegen Rache haben will, weil Neil Druckmann hat auch darüber gesprochen. Ne? Er hat mal gesagt, bei diesem Spiel geht es nicht um Liebe, sondern um Hass und um Wut. Und er hat gesagt, das kommt ja oftmals daher, weil eben unseren Geliebten oder geliebten Personen etwas passiert, was dann dazu führt, dass man eben diese Emotionen fühlt und dann eben vielleicht auch auf sehr primitive Art und Weise handelt. Und daher glaube ich, dass das daher kommt. Bin sehr gespannt, wie das Ganze wird. Es war sehr, sehr packend und intens, sah sehr, sehr schön aus. Mehr Infos gibt es dann natürlich bei InsideCoin. Da gibt es einen großen Bericht dann zu dem, was wir hier in Los Angeles erlebt haben.